Er geholt zuletzt 0:0 gegen Bocholt, das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor, aber auch vorne kein Tor geschossen. Was kann man vielleicht in der Offensive noch besser machen, insbesondere im letzten Drittel? Ja, ich glaube, dass wir gegen Bocholt gerade in der Anfangsphase sehr dominant waren. Unser Aufbauspiel und Übergangsspiel hat mir gut gefallen, weil wir es geschafft haben, auch die erste Pressinglinie vom Gegner gut zu überspielen. Allerdings sind wir dann vorne zu harmlos gewesen, gerade im letzten Drittel. Dann ist der letzte Pass nicht gekommen, die letzte Entscheidung war nicht gut, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen, 1 gegen 1 zu gehen, Abschlüsse aus der zweiten Reihe zu suchen, und dementsprechend konnten viele Situationen vom Gegner noch geklärt werden. Wir hatten viele Standardsituationen, und wie gesagt, da haben wir einfach aus, ich glaube, insgesamt 15 Eckbällen dann auch deutlich zu wenig gemacht, und dementsprechend müssen wir uns gerade im letzten Drittel müssen wir uns in den nächsten Wochen steigern. Du hast sowohl nach dem Spiel gegen Wedenbrück als auch jetzt gegen Bocholt gesagt, dass ihr in Umschaltmomenten, in diesen Phasen, wo ihr euch so ein bisschen zurückzieht, da vielleicht noch ein bisschen falsch agiert habt. War das jetzt auch vielleicht so ein Schwerpunkt diese Woche? Also grundsätzlich sind wir ja immer offensiv ausgerichtet, würden auch gerne über 90 Minuten maximal hochpressen. Das funktioniert aus unterschiedlichen Gründen aktuell nicht dauerhaft, und dementsprechend, weil das Ergebnis natürlich auch wichtig ist, müssen wir gucken, dass wir ja dann gewisse Phasen haben, wo wir einfach auch besser durchatmen können. Ich glaube, oder es ist eine Lösung, einfach dann auch zu sagen, wenn ich den eigenen Ballbesitz etwas ruhiger spiele, dann habe ich mehr Verschnaufpausen, dann läuft der Gegner und ich kann mal durchatmen. Die andere Möglichkeit ist, etwas tiefer zu stehen, die Räume eng zu machen, kompakt zu stehen. Aber da muss man sagen, hatten wir sowohl jetzt auch gegen Wiedenbrück als auch jetzt am Wochenende gegen Bocholt, haben wir das defensiv ja in diesen Phasen ganz, ganz, ganz ordentlich gemacht. Allerdings hatten wir da einfach zu wenig Entlastung und haben aus meiner Sicht dann auch dem Gegner zu viel Spielkontrolle überlassen. Und da müssen wir einfach wieder gucken, dass wir dementsprechend die Spielkontrolle über einen längeren Zeitraum einfach auch halten können. Jetzt war es über Fortuna Köln eine Mannschaft, die du als mit die spielstärkste Mannschaft der Liga beschreibst. Was macht die Mannschaft für dich aus? Ja, ist eine Mannschaft, die eine sehr hohe Qualität hat, trotz des Umbruchs im Sommer. Hat auch einige Zeit gebraucht, dann um in Fahrt zu kommen. Ich glaube, gerade die letzten Spiele zeigen, in welche Richtung es geht und welche Qualität auch im Kader steckt. Ich meine, die sind mittlerweile auch seit 8 Spielen ungeschlagen. In der Rückrunde 4 Siege, 3 Unentschieden. Das heißt, ja, eine individuell stark besetzte Mannschaft, aber die auch als Kollektiv sehr gut arbeitet. Und dementsprechend, ja, stehen wir vor einer großen Herausforderung, auf die wir uns freuen. Und personell, wie sieht es da aus bei uns? Sehr gut eigentlich. Ansuana ist zurück, Schmidt ist zurück und Bayric ist zurück. Also alle Krankenspieler sind die ganze Woche wieder dabei gewesen. Und ja, jetzt steht noch ein Fragezeichen hinter David Sauerland. Den hat es dann krankheitsmäßig erwischt. Wird aber vermutlich morgen beim Abschlusstraining wieder dabei sein. Und ja, Yannick Mause konnte die letzten 2 Tage nur eingeschränkt trainieren, weil er ein bisschen Probleme mit der Schulter hat. Aber auch da sollte es am Wochenende für einen Einsatz reichen. Gut, danke. Gerne. Herr Felix Heim, in der Wintervorbereitung hat Helge dich als einer der Gewinner bezeichnet. Dann hast du dich verletzt. Wie ärgerlich war das damals für dich? Also war natürlich schon etwas ärgerlich, aber man versucht ja dann immer aus Rückschlägen stärker zurückzukommen. Also darf man sich nicht zu lange ärgern, sondern nach vorne schauen und dann besser zurückzukommen. Hast jetzt auch nach deiner Verletzung mehr gespielt, auch einen Startelf-Einsatz gehabt. Wie fühlst du dich aktuell? Ja, also ich fühle mich gut, wieder völlig fit, und klar, wenn man spielt, ist man natürlich immer als Spieler etwas glücklicher und fühlt sich besser und macht dann natürlich dann in gewisser Art und Weise ein bisschen alles mehr Spaß. Welchem Ziel gehst du dann noch bis zum Ende der Saison? Willst du dauerhaft spielen, Stammspieler sein? Ja, auf jeden Fall. Denkst du, wenn du jetzt mal triffst, schöne Vorbereitung hast du ja schon gemacht, kann das so ein Dosenöffner für dich sein? Ja, klar, auf jeden Fall, denke ich, wenn man dann mal das so schießt, dann fällt es vielleicht nächste Woche leichter. Und dann auf jeden Fall. Aber so eine Vorbereitung wie gegen Lippstadt ist dann schon ähnlich gut wie ein Tor, Ja, oder? genau, auf jeden Fall. Also. Ist das ein einstudierter Pass von dir irgendwie? Du hast da vor ein paar Spielen hast du nochmal so einen ähnlichen gemacht, den hat Mause dann nicht versenkt. Ist das. Ja, also Mause weiß schon mittlerweile, wenn ich links irgendwo den Ball habe und er ist rechts, dass er sich auf den Weg begeben kann, und dann kommt der Ball normalerweise auch. Gegen Fortuna Köln habt ihr im Hinspiel noch knapp verloren. Was nehmt ihr euch jetzt vor für Samstag? Ja, also wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen und alles geben und Alles geben und ja, am gewinnen besten. am besten. Ja, tabellarisch liegt ihr auch eng beieinander. Fortuna Köln nur 3 Punkte hinter euch, aber noch 2 Nachholspiele. Ist das so eine Art extra Motivation auch, dass man dann
so einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen kann? Ja, klar, auf jeden Fall. Also man will ja so hoch wie möglich in der Tabelle sein und dann ist das natürlich nochmal ein schöneres Spiel, sag ich mal. Gut, danke dir. Gerne.